Da geht's weiter bei Final Fantasy X. So, das letzte Mal sind wir kurz davor gewesen, den Makalania-Wald zu verlassen. Und gehen jetzt zur stillen Ebene. Und die ist auch wirklich schön. Und hat auch so eine schön beruhigende Melodie. Und die ist unglaublich riesig. Ja, ja. The Calmlands. Long ago, the High Summoners fought Sin here. The road ends here. Beyond, there are no towns, no villages, only endless plains. Many summoners stray from their path and lose their way here. I've always known where to go. I won't let you die. I'll find a way somehow. Let's go. I told Yuna I would find a way. I guess I wanted to believe that words could make it come true. Das wollen wir hoffen. Denn wir wollen Yuna natürlich auch nicht einfach so sterben lassen. Okay, aber wir sind jetzt auf der stillen Ebene und wie könnte es anders sein? Da steht der Mei Chen, der uns wieder was darüber erzählen kann, wird. Und, ja. Monster gibt es hier natürlich auch, sind aber wieder sehr humane Gegner, sag ich mal. Sehr einfach zu besiegen. Au. Wenn nicht gerade ein Hinterhalt stattfindet. Es ist wieder so klar. Au. Darf ich jetzt mal? Danke. Ätzend. So, stirb. Und stirb. Zwei vergiftet, egal. So, der ist auch kaputt. Und Tidus, machst noch den. So, danke. Und es kann weitergehen. Ja, wie ihr gesehen habt, ein Riesenort, wo früher Media gegen Sin gekämpft haben. Bietet sich ja auch an bei so viel Platz. Und Sin ist ja ein gewaltig großes Vieh. So, hallo. Perhaps you'd like to know a bit about these plains. Aber natürlich. Mhm. As you know, these plains were once a battlefield. A great battle between the Vel and Zanakand, a melee of Machina. That war left this place a barren, lifeless land. Then time passed. The summoners took note of this uninhabited land. Great battles could be fought here with no harm to the common folk. Perfect. For a final battle with Sin, as it were. Summoners wait here, ready to perform the final summoning. Ah, to know what they must feel. In any case, when Sin is defeated here, the calm will visit Spira once more. That's why this place is now known as the Calm Lands. Exactly who dubbed it so is unknown. And that, as they say, is that. Vielen Dank, Mei-Chen. Das war sehr interessant. Also ich fand's echt interessant. Stille Ebene heißt also stille Ebene, weil hier nach dem Kampf mit Sin immer die stille Zeit anbrach.
Und da ist der Name doch sehr treffend. Ach, und so komische Gegner. Die gleichen Gegner in anderen Farben, könnte man sagen. So, Tidus greift das Vieh an. Walker kümmert sich natürlich um die fliegenden Viecher. Und Orin um die dicke Panzerten. So, wir greifen jetzt einfach das weiter so an. Das dürfen wir, glaube ich, auch so hinkriegen zu besiegen. Keine Lust jetzt auszuwechseln, denn ich möchte eigentlich nur noch zum nächsten Speicherpunkt kommen. Wenn ich das gut eingeplant habe, dann dürfte das mit der Zeit des Teils auch perfekt hinkommen. Oh ey, die 55 hätte ich mir auch noch abziehen können. So. Denn mitten auf der stillen Ebene, steht einfach so mein Shop. Den wir dann mal besuchen werden. Okay, Tidus hat ein Level. Kriegt aber natürlich nichts, ist ja klar. Okay, sonst keiner. Aber wir sollten uns mal wieder heilen. Und da Yuna jetzt wieder da ist, geht das auch wirklich. Warte, kann die... Ach, die kann schon Vitra. Schön. Gut, dann macht sie halt Vitra. Kostet zwar ein bisschen mehr MP, aber was soll's. Oh, plopp, ein Chocobo ist aufgetaucht. Unglaublich. Ja, die laufen ja auch frei rum. Und irgendwo auf dieser Ebene ist auch eine Person ganz links an einer Klippe oder so. Wenn man die anspricht, kann man auch einstellen oder kann man es freischalten, aktivieren, was auch immer, dass man auf Chocobos reiten kann. Und das werden wir auch dann später machen. Einfach mal so, weil wir es können und weil es hilft, die Ebene schneller zu überqueren. Und weil wir davon kein Monster angefallen werden. Wow, was kam da an? Ja, ein Händler, der steht jetzt links von uns, deswegen sieht man ihn jetzt gerade nicht. Aber bei dem will ich sowieso nichts kaufen, weil der hat sowieso nichts Interessantes im Angebot, glaube ich. Und da hinten in der Mitte ist auch schon der Reisebedarf. Und es kommen mal wieder Gegner mit einem Hinterhalt. Auf euch habe ich jetzt schon wieder keinen Bock mehr. Immer dieser doofe Hinterhalt. Und Tidus hat direkt zwei Ekstase. Abilities-Dinger gelernt. Im letzten Kampf einen, jetzt in dem Kampf. Naja, was soll's. Okay. So, dann heile ich nochmal schnell. Kann sein, dass der Teil dann doch ein bisschen kürzer wird. Kann aber auch sein, dass da gleich eine Zwischensequenz kommt. Und der Teil dann vielleicht sogar zu lang wird, sodass ich ihn wieder aufteilen muss. Ich kann es euch ehrlich nicht sagen. Erstmal dahin kommen, ne? So. Es ist aber schon ein gewaltiges Gebiet, muss man sagen. Und hier kann man auch eine Nebenmission machen. Eine, die werde ich euch dann in einem späteren Teil mal... Na, ich werde sie euch nicht zeigen, aber ich werde da hingehen, wo man sie aktivieren kann und werde sie euch dann erklären. Oder, ja, näher bringen. Erklären kann ich euch eigentlich auch jetzt, weil man kann hier in der Ebene nämlich Monster fangen. Und wenn man das gemacht hat, kriegt man was Bestimmtes. Und dazu muss man dann ganz rechts auf der Ebene zu so einem versteckten Laden, wo man sich spezielle Waffen kaufen muss, die Monster einfangen können, indem man sie halt besiegt. Und die trägt er dann seine Liste ein und daraus kann er dann, glaube ich, auch irgendwie neue Monster kreieren, gegen die man dann kämpfen kann oder irgendwie sowas. Und ich glaube, wenn man... Wie war das? Wenn man alle auf dieser Ebene fängt, kriegt man irgendwie ein besonderes Item. Man kriegt aber auch ein besonderes Item, wenn man alle Monster im gesamten Spiel mindestens einmal fängt. Dann kriegt man irgendwie so ein Mega-Item oder irgendwie sowas. Aber dazu habe ich irgendwie noch nie den Nerv gehabt, wirklich jetzt jedes Monster im Spiel zu fangen. Dann muss man ja nochmal die alten Orte irgendwie bereisen. Und nee. Nee, da habe ich jetzt nicht so wirklich Bock drauf. Ja, keine Lust zu kämpfen jetzt. Ich bin eh schon stark genug. Glaube ich jedenfalls. So, wir laufen erstmal einfach weiter bis zum Shop. Ich bin gleich da. Oh mein Gott, ich bin da. Und eine Zwischensequenz startet. Wer hätte gedacht? Father Zook. Long time no see. You are Yuna? You certainly don't look like Mr. Kinnock's murderer. What you say? Please, tell us what has happened.
Maester Micah just issued a personal order, you know. It said that you and your guardians murdered Maester Keenock and fled. We are to kill you on sight, or so it says. What of Pavel? Things are calm on the surface, but the depths are turbulent. After the death of Maester Keenock, Kelk Ronso left Yevon. Convenient. Getting around will be easier with Yevon in disarray. But be careful, my friends. You have been branded enemies of Yevon. You should avoid temples for the time being. Thank you, Father Zook, for your warning. Father, you came all the way here just to tell us this? To tell the truth, I was a little curious to see this summoner you are guarding. I hope her pilgrimage goes well. For your sake, too. Thank you, Father. I must be off. I shall pray for all of you. Aha. Lulu und dieser Father Zook haben anscheinend eine spezielle Verbindung zueinander gehabt. Aber was das für eine Verbindung ist, sehen wir, glaube ich, erst im nächsten Teil. Und es wird echt unterstellt, dass wir Keenock hingerichtet haben. Obwohl Simon das eigentlich war. So hinterhältig sind die in Bewell. Und jetzt werden wir extra noch von denen gejagt. Wir sind anscheinend die Mörder gewesen von Simon. Okay, das waren wir jetzt auch wirklich. Aber wir hatten ja auch gute Gründe. Und jetzt sind wir auch noch Mörder von Keenock angeblich. Und das kann nicht angehen. Aber ich glaube, um diese Sachen werden wir uns dann in den nächsten Teilen kümmern, denn ich werde jetzt hier speichern, erstmal Schluss machen und würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Teil von Final Fantasy X wieder. Also bis dann, ciao!